Das ist Felix. Felix ist seit einiger Zeit Single. Er nutzt daher jede Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und neue Menschen kennenzulernen. Was ist los mit dir? Seit über einem Monat habe ich nichts von dir gehört und jetzt kommst du mit dieser Geschichte von der Lebensmittelvergiftung. Kannst du dich erinnern an den Hasen von der Geburtstagsfeier vom August? Ah, die Dunkle, oder? Genau, die Margarete. Ja. Komischer Name, aber fesch. Ja, soweit ich mich erinnern kann. Pass auf, ich habe mich echt gut unterhalten mit dir. Wir haben ein paar Tage SMS und ihn hergeschickt. Dann habe ich sie ins Kino eingeladen. Und zum Essen. Hm? Schwerer Fehler, mein Lieber, schwerer Fehler. Hallo? Hallo, ich bin's. Hey, zweite Tür rechts. Ja, hallo? Hallo, ich bin's. Mach mal. Okay. Das ist für dich. Ich hoffe, du magst Blumen. Ich liebe Blumen. Ich bin nur allergisch auf Rosengewächse. Wenn du gleich draußen in der Biotonne entsorgen könntest. Okay. Stimmt was nicht damit? Ach, ich esse sowas nicht. Da wird gentechnisch verändertes Soja mitverarbeitet. Und um das anzubauen, wird in Südamerika ganz viel Regenwald gerodet. Sowas kann man als zivilisierter Mensch ja nicht essen. Gehen wir. Gibt's denn sowas?
allergisch auf Rosen, gentechnisch manipulierte Soja in der Schokolade. Also das ist eine Fehlerquote beim Aufreißen ist ja Wahnsinn. Warte, das war ja gar nichts. Der Anfang ist ja harmlos. Wieso? Wir sind ins Kino, zu Fuß. Sie sucht sich einen Liebesfilm aus und ich denke mir, perfekt! Sein gemachtes Bett. Genau. Wie heißt der Film nochmal? Das ist der ganz neue Film des jungen albanischen Regisseurs Miroslav Kmesecic. Aha, und um was geht's da? Um eine tragische Liebesgeschichte, habe ich gelesen. Der Film hat ganz viele Preise gewonnen auf Independent Film Festivals. Es geht um die Liebe eines alternden Millionärs zu einer jungen, exotischen Tänzerin. Es gefällt dir sicher. Moment, was hast du dir angeschaut? Ich weiß es nicht. Der Film war auf Albanisch, ohne Untertitel. Woher soll ich wissen, um was es gegangen ist? Kann ich noch Zigaretten haben? Irgendein alter, notgeiler Typ wollte seine Schlampe aus einem Puff abwerfen, glaube ich. Das kann ich Albanisch, oder was? Und ein Bier, bitte. Ein Bier? Kommt sofort. Und wie ist es dann weitergegangen? Zweimal, bitte. 22 Euro. Ja, der Film dauert 3 Stunden, deshalb verrechnen wir einen Zuschlag von 8 Euro pro Karte. Da steht noch ein Spendenkörbchen, falls Sie den Regisseur Miroslav Kmesecic dabei unterstützen wollen, weitere Filme zu drehen. Dankeschön. Die Karten, bitte. Danke. Viel Vergnügen. Na, das ist ja voll schief gelaufen. Bis nach dem Film wenigstens gleich nach Hause? Wenn ich gleich gegangen wäre. Aber nein, ich Depp muss ja noch mit ihr rüber zum Italiener, zum Luigi. Hm. Sie hat sich dann beim Gehen bei mir eingehängt. Und ich denke mir, naja, vielleicht geht ja doch noch was. Und was darf ich der Dame bringen? Ich bekomme eine Pizza Vegetarier mit extra Brokkoli und Rucola. Mhm. Und zum Trinken ein Glas frisches Hochquellwasser, bitte. Hochquellwasser? Aha. Eine Pizza Diavolo und einmal Vegetarier. Dankeschön. Was hat die bestellt? Ein Glas Leitungswasser und eine Gemüsepizza mit extra Brokkoli? Wie sind die drauf? Sie ist Vegetarierin. Und dann? Naja, nachdem ich meine Diabolo und meine 3 Bier unten hatte und sie ihr Grünzeug mit ihrem Hochquellwasser, wollte ich meine anrauchen. Schwerer Fehler? Bingo. Sehr schwerer Fehler. Wusstest du, dass mehr Menschen an Passivrauch sterben als aktive Raucher? Jedes Jahr sterben Tausende von Menschen an der Rücksichtslosigkeit ihrer Mitmenschen, weil die ihnen den Rauch ins Gesicht blasen. Ich glaube, meine Schuhe sind kaputt. Dabei habe ich die seit 12 Jahren. Die sind von einem Biobauern, der macht Schuhe aus alten Wurzelstöcken. Was machst denn du? Ich rufe ein Taxi. Ich fahre doch nicht mit einem Taxi. Weißt du, wie stark die zur Erderwärmung beitragen und wie hoch deren CO2-Ausstoß ist? Wir fahren mit der Straßenbahn. Da vorne ist eine Station. Komm.
der Straßenmann? Du bist noch nie mit der Straßenmann gefahren. Kann ich einen anderen Aschenbecher haben, bitte? Ich meine, seit du in Wien warst, hast du kein einziges Mal die öffentlichen Verkehrsmittel benutzt. Du fährst sogar in die Innenstadt mit dem Auto und suchst eine Stunde lang einen Parkplatz. Wir nehmen also die Straßen. Und nach einer Station kommt ein Typ auf uns zu und sagt ganz ruhig und leise: Fahrscheinkontrolle. Ja, was schaust du mich denn so an? Ich fahr seit Jahren immer nur mit dem Fahrrad. Hast du keine Fahrscheine? Ich fahr auch nie mit der Straßenbahn. Eigentlich nur mit dem Auto. Du hast keinen Fahrausweis. 70 Euro. Für beide? Doppelsumme. Kannst du vielleicht? Ich hab nicht so viel. Soll ich bauen? Ja. Sicher. Fahrschein ist billiger. Ja. Du bist aber süß. Mit reinkommen? Auf einen Joghurt? Weißt du, tut mir echt leid, dass du die Strafe gezahlt hast. Also, wenn du magst. Ja, okay. Sag mal, spinnst du? Jeder normale Mann hätte spätestens jetzt die Notbremse gezogen. Warum bist du noch mitgegangen? Ich habe mir gedacht, sie hat das auf einen Kaffee einladen und eine Nummer schieben der neuen Zeit angepasst. Und wir gehen auf ein Joghurt und es geht noch was.
15 Mal hat sie mich angerufen. Bis sie dann eine SMS geschickt hat. Von wegen schöner Abend und dass wir das unbedingt wiederholen sollten. Und dass das Joghurt nur beim ersten Mal diese reinigende Wirkung hat. Ich habe das gelesen und mir dann die Magensäure durch den Kopf gehen lassen. Die nächsten Wochen war ich im Krankenstand. Und dann habe ich dich angerufen. Das Handy klingelt. Weißt du, er verbringt den ganzen Abend mit mir. Wir schauen uns einen tollen Film im Kino an und ich lade ihn noch zu mir nach Hause ein und mache ihn noch mitten in der Nacht ein von meinen Bio-Drinks. Und dann kippt er mir plötzlich um und schläft ein. Und dann in einen Anfall von Exhibitionismus zieht er sich aus mitten in der Küche, rennt ins Bad, legt sich in die Badewanne nur in der Unterhose. Und irgendwann in der Nacht haut er dann ab. Weißt du, ich glaube ehrlich gesagt, er wollte mich nur ins Bett bringen. Und irgendwie passiert... Und auch wenn Felix es nicht geschafft hat, Margarete ins Bett zu bringen, so hat Margarete es doch geschafft, Felix ins Bett zu bringen.